Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sword of Mana. Im letzten Part haben wir den Wassergeist gerettet und sind zur Stadt Battle gekommen und jetzt müssen wir zur Kathedrale und schauen, abgeschlossen, wie es weitergeht. Jetzt wo wir den ganzen Weg hierher gekommen sind, können wir uns auch ruhig etwas umsehen. Passt. Ja, danke, danke. Hätte ich das gewusst im letzten Part. Hätte ich das gewusst, wäre ich im letzten Part schon hingegangen. Reist umher, nordwestlich von hier ist das Gau, also die Gaushöhle. Ich war aber noch nie da. Das ist mir zu anstrengend. Oh nein, was soll ich bloß tun? 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 Ich habe gestern Morgen jemanden in einem Anfall von geistiger Umnachtung meinen besten Küchenmesser geliehen. Mich dann jetzt am Essen zu bereiten, das Böse ist, dass ich nicht mehr weiß, geliehen habe und ich kann schließlich nicht jeden fragen, der mir über den Weg läuft. Ah, das ist das, eine fantastische Idee. Ich frage einfach dich. Ja, genau. Also ich gehe jetzt in die Stadt immer dumm und frage. Meine berühmten weißen Chip. Also ja, ich muss den Chip, aber meine Schwertkämpfer, ich hatte nie gedacht. Reisen gefallen. Wenn du mir das Glitzerschwert besorgst. Ich habe ein Glitzerschwert. Ich habe ein Glitzerschwert. Ja, schau. Ja, schau. Ja, hört sich doch aus gelohnt, dass ich das Glitzerschwert hole. Kenne ich denn nicht? Schenken sie sich nicht. Sie sind sehr sensibel. Was ist er denn? Du hast diesem Minister gesagt, dass er sein Leben riskiert, wenn er nach Schwestern beträchtig so ist, das warum fragst du? Gern, was du genau damit meinst. Ganz hat Vandole mit seinem Gesang zurückgeschlagen. Die Minnesänger sich erheben, können sie sich aus derselben Weise auch die Herzen der Menschen beflügeln. Sie hat den Schattenherrscher überhaupt nicht gefallen. Glaubst du etwa, dass Lester so etwas tun würde? Ich bin mir nicht sicher, aber was. Jetzt habe ich hier schon. Ich habe es nicht lesen können wegen meinem Steuerkurs. Da ist ein Zwerg. Okay, ich mag kein Zwerg mehr sein. Und dann. Das Roboter. Bist du etwa eben das? Ich hätte einen Shop für dich Interesse. Von mir aus. Ich habe gehört, dass sich Anhänger der Mana-Göttin und des Schattenvölker gemischt haben. Ihr sucht nach ihnen, aber sie brauchen mehr Leute, also heuern sie Abenteuer. Oh, nein, das kann nicht. Dem Bösen helfe ich nicht. Ja, ich weiß nicht, ob man die Missionen machen muss oder nicht, oder ob ich soll, was weiß ich. Ich habe die Höhle entsiegelt. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich glaube, ich war schon überall drinnen. Vielleicht, dass ich in die eine Höhle musste, was die gerade erwähnt hat. Sagt, ich muss zur Kathedrale. Dann sagt sie, ich muss mich umhören. Na, was soll ich jetzt machen? Ich rede einfach mit allen. Und da ein bisschen durchdrücken. Ja.
habe ich jetzt mit allen geredet? Kann ich jetzt endlich daran oder was muss ich machen? Jetzt ist offen. Hä? Was habe ich denn aus? Egal. Herr Bogart. Und Monster Frankenstein. Alexa, ich bin ja so froh, dass du da bist. Ich hab's dir doch gesagt, Leute, die von meiner Göttin beschützt werden, sind nicht so leicht tot zu kriegen. Wer ist denn der Junge? Ist er etwa derjenige? Genau. Er ist am Leben, wir haben uns zufällig getroffen. Ich bin Michi, der Sohn des Konsuls, der Kranzimperium Schönigkeit, wie es sein. Gut, dass du dich an mich erinnerst. Konsul, Wehrmann Sohn. Wie könnte ich es vergessen? Dieser Tag hätte der beste meines Lebens sein können. Aber wegen mir ist es am schlimmsten geworden. Ich entschuldige mich zutiefst dafür. Und dann. Es war ja nicht deine Schuld, das weiß ich. Es war alles die Schuld des Schattenherrschers. Ich werde euch einander vorstellen, das ist Herr Burkhardt, einer der drei Gamma-Ritter, die das Vandal-Imperium zu Fall gebracht haben. Ein Gamma-Ritter? Einen Moment mal, warum sollte ein Gamma-Ritter zu unserem Landsitz kommen? Heißt das, Chiba ist tot? Hat der Gemmern nicht in den Schwertkunst und Malia unterrichtet? So ist es, ich bin Chiba, der Lehrmeister der Gamma-Ritter. Es ist schon lange her, seit ich das letzte Mal darüber gesprochen habe. Fast so lange, wie ich diesen speziellen Ausdruck nicht mehr gesehen habe, den du in deinen Augen trägst. Wow, eine Legende wie euch höchstpersönlich zu treffen ist, es ist mir eine Ehre, ich bin extra hergekommen, um euch zu bitten, mir über das Mana-Schwert zu erzählen. Oho, das Mana-Schwert, wie? Ich wette, das interessiert dich brennend. Nein. Jawohl, ich brauche es, um den Schattenherrscher zu besiegen. Und das Mana-Schwert ist ein Teil der Gamma-Legende. Du meinst wohl, du könntest ein Held sein, wenn du dir es aneignest. Wie ein Held? Nein, so meine ich das nicht. Deshalb sucht Michi das Mana-Schwert nicht. Michi Chiba hat recht. Im echten Leben geht es anders zu in Kranzliedern. Lache nicht aus, es ist Michis Ernst. Ja, seine Eltern wurden von Schattenherrscher ermordet, konnte ich nur darüber lachen. Warte, wo willst du hin? Was macht das schon für einen Unterschied? Aber. Lass mich los. Niemand versteht, wie ich mich fühle. Ein Luftschiff. Was ist denn das? Das ist ein mit dem Luftschiff des Kranzimperiums. Das Luftschiff? Was haben die vor? Zerstören die das jetzt? Geht zum Angriff. Unmöglich. Machst du etwa die Zahn? Das ist kein Witz. Der Schattenherrscher führt zu. Läuft alle weg. Ich mag auch weglaufen. Bei dem Beherrscher die Stadt im Krieg sind. Ja. Stürmt die Kathedrale und haltet eure Decken aufrecht. Ein paar fähige Schwertkämpfer sind da drinnen. Vorwärts. Jawohl. Der Schattenherrscher. Netter Feind, der törichte Flegel, du hast dich also mit ihnen zusammengetan. Faszinierend. Anscheinend ist es dir ernst damit, mich zu besiegen. Worauf du Gift nehmen kannst, zieh dein Schwert. Heute wirst du für den Tod meiner Eltern bezahlen. Ja, das konnte ich dir bezahlen. Beruhig dich. Wenn du es geschafft hast, diesen Sturz zu überleben, ist vielleicht mehr an dir dran, als ich dachte. Schattenherrscher wird dir von uns Ziel nicht aus den Augen verlieren. Das Ketzermädchen, ich weiß, Julius. Ich bin hier fast fertig. Wenn es so ist, beiseite, ihr werdet jeder niedergeschickt, der mir im Weg ist. Look. Warum beendest du es nicht? Ah, ich
Bewundere deinen Kampfgeist, vergiss deine Rachegelüste und schließ dich meiner Armee an. Ich mache dich zu meinem Ritter. Dieses Angebot kannst du dir in den... Bam. Was für eine Zeitverschwendung. Zweifelst etwa an meiner Urteilskraft? Stimmt über die Kathedrale. Wie er befehlt. Es wird lang... Da fliege ich mal um und um. Was passiert jetzt? Nein, der Mondspiegel ist zerbrochen. Was war das? Adol. Ein aufregender Kurs, meine Herren, und jetzt übergibt mir das Ketzermädchen. Nein, lange nicht gesehen, Schattenherrscher. Wenn du das Mädchen willst, musst du zuerst an mir vorbei. Trost. Was mir mit einem einzelnen Schwert. Mach dich nicht lächerlich, Bogart. Mein Luftschiff hat, wenn du genau bist hier. Wenn ich nicht bald zurück bin, macht er sie. Entschuldigung, ich hatte den Erdboden gleich. Fürchtest du mein Schwert Kunst so sehr? Ich bin alt genug. Und der Vater so sehr am Guard Strott. Nein, ich werde mit denen gehen. Alexa, sei keine Nähe. Bogart, unter den gegebenen Umständen müssen wir Alex einfach vertrauen. Wir können es nicht riskieren, dass die ganze Stadt vernichtet wird. Euer Weisheit reicht an euch. Auch ich habe kein Interesse an unnötigem Blutvergießen. Hier entlang. Jetzt hast du es geschafft. Verteidigen Schattenherrscher. Nehmt die an, was die Aufführer im Gewahrsam. Verdammt. Die einzelnen Gegner des Imperiums sind jene, die die Mana-Energie für ihren eigenen Zweck missbrauchen. Hab keine Furcht, meine Soldaten haben keine weiteren Kunden, im Wendel einzufallen. Was? Ein Schatten, es ist Zeit aufzubrechen. Nun. Es ist nur sie. Ich frage dich ein letztes Mal. Wer zu meinem Ritter? Egal wie oft du fragst, man einfach bleibt dieselbe. Wie bedauerlich, bam. Julius, gehen wir. Jawohl. Uff. Ich bin einfach verschnupft. Hallo, Esther. Du bist aus einem Fach. Alexa. Schattenherrscher hat sie mitgenommen, sie ist jetzt auf dem Luftschiff. Ich habe schon wieder versagt und dabei hätte ich es versprochen. In der Vergangenheit lebst, wirst du nie etwas erreichen. Und wenn du die Zukunft verändern willst, solltest du dich besser in Bewegung setzen. Okay, wie ist es jetzt so? Was muss ich tun, um sie zu retten? Besser würdest du uns bitte entschuldigen, kein Problem, aber bitte seid vorsichtig. Bitte ich dir und dein Gastgeber. Unser besten Dank aus. Okay, wie ist das jetzt so? Das ist so, was wir sollten. Ein Vertrag der Situation auf dem Luftschiff ist hier außerhalb unserer Reichweite. Verdammt, wir sollen wir sie bloß retten, wenn wir sie nicht einmal erreichen können. Okay, gehen wir. Gehen? Wohin? Zur Kathedrale, wir müssen. Schieber reden. Oh, die ganze Zeit reden, so viel. So viel reden. Bis 15 Minuten reden. Ich habe mir gedacht, ich muss zur Kathedrale. Kann ich jetzt einfach gehen, zum Beispiel? Was ist, wenn ich jetzt gehe? Ich war gerade dort. Ich komme aber nicht rein. Was ist da? Also das ist... Thank you.
Bist du jetzt der Schmied oder was? Kann ich jetzt Waffen verbessern? Ah, okay, ich kann mal... Was brauche ich denn? Was? Kein Gemüse? Was? Für was braucht... Keine Früchte... Was? Aha. Ich brauche Gemüse, um so... Was auch immer. Darf ich jetzt dran? Abgeschlossen. Also ich muss das mit denen zwar reden, dann darf ich. Darf ich jetzt in die Kathedrale? Nein. Was ist denn das? Ja. Was muss ich jetzt machen? Ja, das sagt eine Kathedrale. Darf ich jetzt in die Kathedrale? Ob ich so einen Vogel freilassen kann? In welchem Haus hat denn der schon gewohnt? Was sind denn das bis? War da ein Gasthaus drinnen? Ich glaub, wenn er da war, war das linke Zimmer, ne? Wieso soll man... Das ist so... Das ist... Da fällt mir nichts drauf an, das ist einfach nur sinnvoll. Wieso soll ich so ein Vögel? Das sind... Darf ich jetzt in die Kathedrale? Wieso? Alter... Ah, seid ihr ja... Ich hab zuerst Vögel freilassen müssen. Schieber, da muss man sagen, wie der Alex halt kann. Okay, Schieber, das ist... Der Plan hast du damit. Also, ich hoffe, das ist ein guter Plan. So bereitwillig wie wir in der kann immer reden. Du könntest es noch nie klar denken, wenn es um Mama Frauen geht, du machst dir was an, oder? Oh Gott, du wirst es nicht glauben, aber Vandola hängt in dieser Geschichte mit drin. Und du willst, du meinst den Imperator, der vor über 20 Jahren vernichtet wurde. Was habe ich bemerkt, wie das Scherben des Mondspiegels für einen kurzen Moment seinen Schatten wieder widerspiegelten. Meinst doch nicht, nein, der
etwas interpretierst, dazu verhindern. Ich wünsche, es wäre so, ich werde jetzt zum Luftschiff. Ihr werdet am Westernsee anlegen. Ihr könntet Alexa befreien, wenn es dort landet, am Westersee. Selbst die Magie reicht vermutlich nicht bis zum Luftschiff, was dein Mana-Geist benutzt. Ich schätze, dass Illume, der Lichtgeist von Alexa, das Luftschiff schon mächtig eingeheißt hat. Ehrlich, wo ist denn dieser Westersee? Also Westersee, so gelangen müsst ihr durch die ganze Höhle, aber es ist keine gewöhnliche Höhle, sie müsste vermutlich auch im Weiterkommen euch am Weiterkommen zu hindern, was mich, ich werde euch da ein Lichtgeist geben, könnte euch nicht so sein. Hallihallo, ich bin der Lichtgeist Illuma. Ein echt herrliches Kerlchen, ich mag euch, wie geht's? Wie steht's? Der Lichtgeist stößt euch an. Wahrscheinlich braucht man den in der Höhle. Könnte sich als schwierig erweisen, es ist ein Umweg, aber du solltest dort aus Richtung Schloss Kranz kommen, Bock hat. Da werde ich sehen, was ich für Julius auswählen kann, verstanden. Okay, auf nach Schloss Kranz. Geben wir ihn das aus. Keine Sorge, Alexa, ich hab durch. Möge das Samen wachsen, ich passe auf dich auf. Tschüss. Ihr solltet alle irgendwann mitsehen, wahrscheinlich, ne? Was uns auflöst, das Mann und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Aber nicht noch mehr reden. Für jene, die sich treffen. Für jene, die Abschied nehmen. Erinnere mich an wieder. Alles ist in Bewegung. In eine ungewisse Zukunft. Nicht schlecht für einen Menschen. Ich habe das Gefühl, dass du kein Mensch bist. Bist du eine Immerfolie? Das bin ich. Ein Auge wie deiner habe ich in dieser Welt schon seit den drei Gamma-Ritter nicht mehr gespürt. Die drei Gamma-Ritter stellen mich nicht auf eine Stufe mit diesen törichten alten Männern. Ich brauche einen starken Mann. Ich war so aufgeregt darüber, in diese Welt zu kommen. Medusa, die all die großen Morpholen haben ihren Weg hierher gefunden. Wie langweilige Morpholia ohne Silvanus, du bist doch der Schattenherrscher, richtig? Willst du auch mich beherrschen? Beherrschen dich? Tja, ja, was auch immer. Ja, beherrsch mich. Werde König und lass mich zu deinen Füßen knien. Das heißt, Isabella, welch ein merkwürdiges Geschöpf. Aber wenn dies dein Wunsch ist, werde ich ihn dir erfüllen. Komm mit. Na dann. Die Magie fließt. Die Erde steht nicht still. Das Schicksal ihrer Bewohner fließt ineinander wie ein mächtiger Fluss. Der Flüsse. Weiter durch Alexa. Ich hätte durch. So, wo war jetzt die Höhle? So, jetzt spreche ich nochmal mit dir. Wo war die Höhle? Nordwestlich von hier, okay. Tun wir mal speichern und dann gehen wir Richtung Höhle, würde ich sagen, ne? Ja, ich will kein Speichern. Danke. So nordwestlich von hier. Gehen wir mal da links aus. Was steht eigentlich da auf dem Schild? Vorsicht, Knallpilze. Knallpilzwald. Der Knallpilzwald.
Halbwildswald. Was? Okay, nach Norden. Ist da rauf wahrscheinlich. Gummifrosch. Gummifrosch. Bleibt darauf. Der Knallpilz halt. Ja, auf einen Schlag tot. So. Ja, ich würde gern weitergehen. Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig gehe. Aber die Feinde sind nicht so stark. Au. Oh. Da hinten ist eine Kiste. Kann ich mich eigentlich auch selbst wieder beleben mit dem Kelch? Hätte ich darüber springen können? Na? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, wo ich jetzt hingehe. Ja, vielleicht muss ich... Vielleicht muss ich das so darauf. Aber wohin dann weiter? Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Was habe ich übersehen? Geht's darauf? Nein. Geht's auch nicht drauf. Ja, und wo geht's jetzt weiter? Ich bin schon wieder einmal im Kreis gegangen und habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Kann ich mich dorthin dingseln mit der Kette? Ah ja, okay, dann geht's darüber. Oh. Ja, da wechsle ich wieder aufs Schwert. Gehen wir mal darauf. Das war ja nördlich. Ich mag auf jeden Fall bis zur Höhle jetzt noch kommen. Das ist mein Ziel. Nach den langen Gequatsche da. Das war mehr Gequatsche als irgendwas anderes. Das war Katastrophe. Dann machen wir Magie. Und dann wieder das erste oder so. Ja, lass mal die Kiste. Gehen wir einfach mal weiter. Ich finde den Namen echt geil. Der Knallpilzwald. Flache Samen. Komme ich nicht drüber wahrscheinlich. Komme ich von oben runter. Lass mich durch, ihr Knallpilze. Komme ich auch nicht vorbei. Ich muss schon wieder irgendwas übersehen haben. Also nein. Komme ich hier weiter. Weil das war's dumm drin. Fahr zur Mine. Hat die lästigen Pilze wirklich. Nach rechts oder? Schon aus wie Flöhe. Ich hab keine.
keine Ahnung wohin. Fahrt zu Geos. Das schaut ziemlich heftig aus. Ich kann mal speichern, würde ich sagen. Und dann kurz weiterschauen. Ich habe überhaupt keinen Plan, ob ich richtig gehe oder nicht. Da ist ein Igel. Geos-Fassade. Ein Stern. Eine tolle Sternarbeit. Sieht so lebensecht aus. Aber wie soll ich da reinkommen? Geht wohl nicht auf, wie? Hachi. Was war das für ein... Was war das für ein Koch? Muss ich mir eingebildet haben? Okay, zurück. Autsch. Nee, das kann nicht sein. Ich kann schwören, hätte mit Hill gehört. Suchen, der mir weiterhelfen kann. Was? Ich schwöre, ich warte noch einmal. Der was mit. Was ist mit Mithril? Ich kann eigentlich der Gast. Also da gar nichts, stimmt. Und was soll ich jetzt machen, wenn ich fragen darf? Das ist auf jeden Fall der fette Euler. Das teleportiert sich wieder ab. Das teleportiert stark. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ich mag die alle da besiegen. Das war stark. Ich glaube, das Schwert macht ja nicht so viel aus. Gestolpert, ich hab's besiegt. Okay, also wenn ihr wisst, wie es weitergeht, könnt ihr das gern schreiben. Aber ich muss jetzt nicht wieder zurück in die Stadt jemanden suchen, der was sich da auskennt und dann wieder dahergehen, oder? Ja, wahrscheinlich. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, klickt auf die Glocke, vielleicht auch ein Like. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald und ciao.